Und jetzt eben, ich habe schon erwähnt, sehr gefreut, als ich mich vorbereitet habe, dass wir diesen Teil hier vor der Andacht haben, weil die beiden einfach sehr viel Dankbarkeit mit ihrem Leben widerspiegeln, weil Dankbarkeit ist unser Thema. Und ich möchte, bevor wir jetzt dann noch eine Zeit haben, wo wir ganz bewusst Gott danken durch Gebete und dann auch das Abendmahl feiern, möchte ich noch einen kurzen Impuls, eine kurze Andacht von circa 10 Minuten halten und uns einen Gedanken mitgeben, der, denke ich, sehr wichtig ist für unser aller Leben. Ich muss mich nur kurz jetzt mal nochmal orientieren, wo wir zu Hause sind da jetzt. Wir werden jetzt etwas, ich nenne es mal so, Dankbarkeitsforschung betreiben. Okay, seid ihr bereit dafür, ein bisschen Dankbarkeitsforschung zu machen? Und dazu schauen wir einen Vers an, den braucht ihr nicht einmal nachschlagen, weil ich habe den mitgebracht als Bild. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. 1. Thessalonicher Brief, genau. Da hinten sehen wir das schon, 5, Vers 18, das ist aus der Neues Leben Übersetzung, und da steht Folgendes: Was auch immer geschieht, seid dankbar. Was auch immer geschieht, seid dankbar. Und dann geht es weiter. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Was auch immer geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Ich möchte noch beten zu Beginn. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es lebendig ist. Und ich bitte, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst und dass wir diesen Gedanken wirklich verstehen und aufnehmen in unserem Leben und auch umsetzen können. Wir bitten das in deinem Namen, Jesus. Amen. Gottes Wille für uns, für dich, ist, dass du dankbar bist. Das ist Gottes Wille. Und wenn du alles vergisst von dieser Andacht und irgendwie einen totalen Blackout hast, merkt er nur, das ist eine. Es ist Gottes Wille für dich, dass du dankbar bist. Wenn dich jemand am Mittagstisch heute fragt, worum ging es bei der Predigt, dann es ist Gottes Wille für mich, dass ich dankbar bin. Okay? Also den Punkt haben wir hoffentlich gemacht. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil es sehr viel Kraft hat. Und auf das werde ich jetzt dann kurz gleich eingehen. Bei meinem Mini-Studium bin ich nämlich auf drei Dinge mal so gestoßen. Es gibt sicher noch viele andere Gründe, warum das gut ist, dieser Wille Gottes für uns. Weil wir könnten ja auch sagen, okay, Gott will, dass wir dankbar sind, aber ist es wirklich gut, dieser Wille? Und ich vertraue Gott einfach so weit, dass ich weiß, wenn er sagt, ich will das von dir, dann weiß ich, das hat gute Auswirkungen auf mich. Und übrigens, falls du da bist heute Morgen und du denkst, naja, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich gehöre zu Jesus, weil dieser Vers, schaut mal, der ist gerichtet an wen? Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr zu Christus Jesus gehört. Also es ist an die gerichtet, die sagen, ich folge Jesus, ich gehe mit ihm. Also Jesus ist mein Chef. Für die ist es eine Anweisung, und wenn du da bist und sagst, naja, ich weiß noch nicht, ob Jesus mein Chef ist, dann ist es für dich optional. Du darfst sagen, ich bin dankbar mal da an dem Tag und an dem anderen Tag bin ich nicht dankbar, weil du hast quasi keinen Chef, der dir sagt, sei dankbar. Also es ist eigentlich sehr flexibel, aber ich möchte dich hoffen oder ich kann dich hoffentlich überzeugen heute Morgen, dass es auch für dich gut ist, zu sagen, der Wille von Jesus, der Wille Gottes ist sehr, sehr gut für mich und für mein Leben. Wenn hier steht, noch bevor ich ein bisschen aufs Detail eingehe, wenn hier steht, was auch immer geschieht, seid dankbar, dann heißt das nicht, dass wir danken müssen für die schlechten Dinge in unserem Leben. Aber es bedeutet, dass wir selbst in schwierigen Zeiten, dass wir sagen, Herr, ich möchte auf das Gute auch schauen, selbst wenn dies rundherum vieles nicht gut ist. Aber für dieses Gute möchte ich dir danken. Versteht ihr es? Ja? Und das ist dieser Kern der Sache. Und ich habe ein ganz banales Beispiel dafür, weil zum Beispiel ist diese Woche bei uns plötzlich, so um die Mittagszeit, wenn man kochen will, der Strom ausgefallen. Nicht angekündigt, zack, alles weg. Und was macht man in so einer Situation? Man hat zwei Möglichkeiten. Ich kann mich furchtbar darüber aufregen, dass der Strom weg ist.
vielleicht versuchen, irgendwo beim Energiebetreiber und so anzurufen, um mich aufzuregen. Oder ich kann sagen, ich bin so dankbar, dass ich 99,99% der Zeit ständig Strom aus der Steckdose kriege. Viele Leute haben, wenn sie eine Stunde am Tag Strom haben, sind sie froh. Versteht ihr? Also es ist so diese Denke, dass selbst in unangenehmen Situationen ich ein Herz der Dankbarkeit bewahre. Und so möchte ich jetzt kurz auf diese drei Gründe eingehen in unserem Dankbarkeitsstudium. Warum ist es gut, diesen Willen Gottes für unser Leben anzunehmen, dankbar zu sein? Grund Nummer eins: Danken macht froh. Grund Nummer eins: Danken macht froh. Ich beweise euch das jetzt an diesem Psalm 92, wo ich schon ein bisschen was für Fredi und Magdalena mitgegeben habe. Und zwar steht in diesem Psalm in den ersten Versen Folgendes: Es ist gut, oder man könnte auch sagen, es ist schön, dem Herrn zu danken und den Höchsten zu loben. Es ist gut oder es ist schön, am Morgen von seiner Gnade zu erzählen. Also am Morgen will ich meistens nur zwei zusätzliche Schlafstunden haben oder so. Ja? Aber dieser Psalmist, der sagt, es ist schön, am Morgen von deiner Gnade zu erzählen. Wow, die Person, die ist richtig brennt, ja? Die ist voller Kraft. Irgendwo kommt diese Kraft her, die ist froh. Und dann geht es sogar noch weiter. Und in der Nacht von deiner Treue, begleitet von Harfe und Flöte und zum Klang der Zither. Wow, da werden sogar die Instrumente ausgepackt. Also ich habe diese Woche unter anderem mein Handy verloren und ich war ein bisschen verzweifelt und dann habe ich es wieder gefunden und ich habe mich sehr gefreut, ich war sehr dankbar, aber ich habe nicht dann irgendwie noch, wo ist die Gitarre? Ich muss jetzt unbedingt ein Danklied schreiben, weil ich jetzt mein Handy wieder gefunden habe. Okay? Also, aber der Psalmist, der sagt es, das kommt von Herzen. Hey, ich danke gern dem Herrn, morgens, abends, es macht mich froh, es gibt mir Energie und es gibt mir richtig Kraft. Es geht nämlich weiter. Herr, ich freue mich über alles, was du für mich getan hast und juble vor Glück über deine Taten. Also da ist Jubel, da ist Freude. Und das war dieser erste Punkt, den ich euch einfach mitgeben wollte. Es ist gut, diesen Willen Gottes anzunehmen für unser Leben, dankbar zu sein, weil es macht uns froh. Und Freude setzt Kraft in uns frei, setzt der Energie in uns frei. Kennt ihr, oder? Wenn es euch freut, ist plötzlich eine Energie da. Und Gott möchte uns diese Kraft geben, jeden Tag neu. Und darum ist Dankbarkeit so wichtig. Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Theologe, der im Zweiten Weltkrieg gegen das Nazi-Regime im Widerstand war, der hat Folgendes gesagt. Und das im Angesicht des Todes, und er wurde letztendlich auch hingerichtet, hat er gesagt: Dankbarkeit macht das Leben erst reich. Dankbarkeit macht das Leben erst reich. Und aus dem Mund so eines Mannes hat es für mich doppelt und dreifach Gewicht. Dankbarkeit macht froh, weil es letztendlich unser Leben wirklich reich macht. Also das war das Erste. Der erste Grund, warum es gut ist, diesen Willen Gottes für uns anzunehmen. Zweiter Grund. Danken lenkt unseren Blick auf Gott. Ich steige wieder hier in den Psalm ein, ab Vers 5. Ich lese nochmal, den habe ich schon mal gelesen. Herr, ich freue mich über alles, was du für mich getan hast und juble vor Glück über deine Taten. Herr, wie groß sind deine Werke, Vers 6, und wie tief deine Gedanken. Nur ein unvernünftiger Mensch erkennt nicht und nur ein Narr begreift es nicht. Dieser Blick hin zum Guten, was passiert da? Wir erkennen in der Güte und in den Geschenken und den guten Dingen, erkennen wir Gott selbst. Jakobus 1, Vers 18 steht, alle gute und vollkommene Gabe kommt vom Gott, dem Vater des Lichts. Das heißt, wenn wir dankbar sind, dann nehmen wir gute Dinge viel mehr wahr und in dem Guten nehmen wir letztendlich unseren Vater im Himmel wahr. Das ist ein Riesengewinn, wenn wir das erkennen. Ich lese es nochmal. Herr, ich freue mich über alles, was du für mich getan hast und juble vor Glück über deine Taten. Herr, wie groß sind deine Werke und wie tief deine Gedanken. Nur ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht. Nur ein Narr begreift es nicht. Also das ist dieser zweite Grund und es ist so wichtig in unserem Leben, wo wir hinschauen. Es ist wie beim Autofahren. Wie ich Autofahren gelernt habe, hat es geheißen, wo du hinschaust, fährst du hin. Es stimmt, ja.
Erst wenn man sehr geübt ist, kann man wegschauen und nicht hinfahren. Aber gefährlich, ja. Aber genauso ist es auch mit Dankbarkeit. Wo wir hinschauen, da lenkt man hin eigentlich. Und darum ist es so wichtig, auf das Gute zu schauen, weil es lenkt unseren Blick auf Gott hin. Und der dritte Grund, das ist so der Abschluss, wir sind schon im Landeanflug. Warum ist es noch gut, dankbar zu sein? Warum gibt uns Gott diese Anweisung, dass es sein Wille ist, für unser Leben dankbar zu sein? Danken ist beziehungsfördernd. Und wir sind ja mitten in dieser Vitamin-B-Serie unter dem Motto, Beziehungen sind alles. Vielleicht haben wir sogar ein Bild davon, dass wir das wieder in Erinnerung. Nächste Woche geht es dann so richtig weiter wieder mit Vitamin B. Wir sind mitten in dieser Beziehungsserie und gerade da ist es so wichtig zu verstehen, dass Dankbarkeit sehr, sehr beziehungsfördernd ist. Und ich darf das jeden Tag eigentlich live erleben, weil wenn jemand dankbar ist, dann ist es sehr anziehend. Diese Person hat eine positive und gute Ausstrahlung, oder? Wenn jemand nicht immer nur so, oh ja, und da liegt der Breckerl umeinander und das Wetter, weißt du, wir Österreicher, ja, die Sonne scheint, boah, es regnet. Nie passt es, ja, ich meine, was wollen wir denn eigentlich für Wetter? Huh? Man kann man das mal definieren in Österreich so, 23,5 Grad und 0,5 Grad, Kilometer pro Stunde Wind und also, und selbst da wird es, der Wind, es zirkt. Oder, ich meine, so sind wir irgendwie. Nie passt es, ja. Und wenn aber jemand da ist, der sagt, ja, war so ein schöner Tag, ist Regen in Strömen, kann endlich mein Regenschirm ausprobieren. Yeah. Das ist anziehend. Und ich habe wirklich dieses Geschenk, das jeden Tag live erleben zu dürfen, weil unser jüngster Sohn, der Leo, der wird jetzt bald 3, der hat, glaube ich, von Gott fest verkabelt die Gabe bekommen von großer Dankbarkeit. Weil dem stößt ein Glasl Wasser hin und er sagt, danke Papa. Wow. Ein Glas Wasser. Ja, und nur ein krasseres Beispiel. Wir waren, die Silvia und ich waren am Montag in Pasching, ist ja diese Plus City, ihres Einkaufszentrum, ein bisschen ausgebaut worden und wir wollten das einmal inspizieren. Ja. Und die Kinder wollten dafür, dass wir am Nachmittag weg sind, weil das geht ja gar nicht, dass Mama und Papa mal irgendwo hinfahren, ein Entschädigungsgeschenk haben wir jeder. Und ja, wir haben uns auf den Deal eingelassen und dafür haben sie Spaß bei der Tante Nicke haben dürfen und trotzdem noch ein Geschenk kriegen. Also echt, Kindern geht's gut. Und das Schwierige war, wir haben ein cooles Geschenk gefunden, eine Kleinigkeit für die Lilo, eine coole Kleinigkeit für den Tim, den zweiten. Und für den Leo haben wir irgendwie so Schaumstoffwürfel kleine gefunden und wir waren uns nicht so sicher, ob das funktioniert. Gell? Aber wir kommen nach Hause und jeder kriegt sein Geschenk und wir geben Leo seine Würfel und er flippt fast aus. Ja, danke Mama, danke Papa, Würfel! Yeah! Ja, Dankbarkeit. Und wenn ich nur dran denke, könnte ich ihn gleich knuddeln. Ja? Und ihr merkt es ist wirklich beziehungsfördernd, dankbar zu sein. Und damit komme ich eigentlich auch wieder auf Punkt 1 und 2 zurück. Warum ist es beziehungsfördernd? Naja, Punkt 1 war, es macht fröhlich. Und Fröhlichkeit ist positiv, es bringt Leute zusammen. Und das Zweite war, es lenkt unseren Blick auf Gott. Und wir haben die ganze Serie jetzt Vitamin immer mitbekommen, hey, wenn wir Gott suchen, dann macht er uns, und wenn wir ihm begegnen, dann macht er uns letztendlich beziehungsfähig. Also wir profitieren nur, wenn wir, und wir gehen wieder zurück zur anderen Folie mit dem Vers, bitte, wir profitieren nur, wenn wir das uns wirklich zu Herzen nehmen, was da steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Hört nicht, Entschuldigung, das war Vers 16, was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, ich kann es nicht ganz auswendig, die ihr zu Christus Jesus gehört. Ja? Ihr habt es leicht, ihr habt einen Schummler hinten großen. Also es ist Gottes Wille für uns, dass wir dankbar sind. Und es liegt an uns, wo wir sagen, Gottes Wille ist gut für mein Leben. Ich möchte das gerne annehmen, auch wenn es manchmal richtig zach ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Woche war ganz objektiv gesagt schrecklich. So viele Kleinigkeiten,
die einfach nicht irgendwie funktioniert haben und irgendwo nervig und ah. Aber es ist meine Entscheidung zu sagen, es gibt trotzdem so viel Dank, so viele Gründe, so dankbar zu sein. Jeder von uns hier, bin überzeugt, hat mindestens zwei Paar Schuhe. Wir können zwischen zwei Paar Schuhen unterscheiden, also aussuchen. Wir haben verschiedene Kleidungsstücke, die wir die Qual der Wahl haben. Wir haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es sind so banale Sachen. Oder wir dürfen überhaupt leben. Ja, wir dürfen leben. Und in so einem großartigen Land. Und weil wir so viel Gutes geschenkt bekommen haben, möchten wir jetzt eine Gebetszeit haben, wo wir bewusst, ich habe vier so Themenbereiche definiert und habe Leute gefragt, bitte kannst du dir Gedanken machen dazu, zu deinem Themenbereich und da einfach danach ein Gebet sprechen. Und irgendwo, wir wollen alle das gemeinsam machen. Es werden vier Leute von der Bühne beten, aber ich bitte euch, dass ihr, soweit es einfach geht, mit aufsteht. Marcello kann schon kommen, der wird im Hintergrund ein bisschen mitspielen. Wir stehen dann alle gemeinsam auf, wenn die Leute da sind. Und wenn du irgendwo hörst in einem Gebet eine Sache, die was besonders dein Herz bewegt, wo du denkst, boah, da bin ich auch dankbar, dann sag doch einfach auch da, wo du bist, danke Herr. Oder genau, ja, genau heißt übrigens Amen. Amen und genau heißt eigentlich das Gleiche. Also wir könnten auch immer unsere Gebete mit genau aufhören. Oder so ist es. So ist es. Genau. Also seid da einfach mit dabei. Es soll nicht jetzt irgendwie eine Show sein, da nur von vorne, sondern wir beten gemeinsam und wir danken Gott gemeinsam. Und ich bitte, die Beter kommt schon mal rauf. Ich sage nur ganz kurz, welche Themenbereiche wir da haben werden. Und zwar, dass ich es richtig sage, also die Katrin wird beten für unsere tägliche Versorgung. Dann haben wir jemanden, der betet für unsere Stadt und unser Land. Wir haben da so viel zu danken. Dann wird es auch ein Gebet geben für Dankbarkeit für die Gemeinde und den Leib Christi. Das ist ein Geschenk, weil die lokale Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Und das vierte wird dann noch sein, dass wir für unsere vielfältigen Beziehungen beten werden. Und dann werden wir auch übergehen in ein Abendmahl, wo es um die größte Beziehung und das größte Beziehungsgeschenk überhaupt geht, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat.